Vico und Panglord sind mit ihrer Above-Ground-Session viral gegangen, zum Inhalt von tausenden Memes geworden und haben ihr Wissen über Wein unter Beweis gestellt. Aber noch viel wichtiger ist, sie haben einen dicken Hit gelandet. Ich bin Zino und heute gucken wir uns die beiden Jungs aus dem Lörracher und Basler Untergrund an. This is Vico63 und Panglord. 2016 haben Vico und Panglord gemeinsam mit den befreundeten Künstlern Pasta Pat, Berko, Timothy und Melky 808 die Crew Déplacé ins Leben gerufen. Das ist französisch und heißt unangebracht, unpassend, ungehörig, anstößig, sowas halt. Frankreich ist nah für die Jungs. Panglord kommt aus Basel, alle anderen aus Lörrach und leben damit quasi genau auf der Dreiländergrenze von Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Aber auch die Schweiz spielt eine entscheidende Rolle für die Jungs. Die Nähe zu Basel wird ausgenutzt und da gibt es eine florierende Techno-Szene. Die Basel City Techno-Schuppen-Einflüsse hört und sieht man. Mitte 2018 erscheint das Déplacé Mixtape und damit auch die ersten Songs auf YouTube. Die Motivation ist einfach, dass man die Mucke, die man selber hören will, auch selber macht. Gesagt, getan. Wir haben quasi die Mucke gemacht, um sie selber zu hören. Und wenn ich dann keinen Bock mehr habe auf das ganze andere Zeug, dann macht man einfach einen Track, den man hören will und pumpt ihn. Vico rappt, singt und spricht auf die Beats von Panglord. Man merkt, dass die Inspo aus der Zeit kommt, als Cloud-Rap gerade in den Mainstream übergeschwappt ist. Diese frühe Young Hoon-Zeit. Vico und Panglord bewegen sich irgendwo zwischen Trap, Rap und House und eben dieser Rave-Kultur. Genau die Mischung sieht man in der Above-Ground-Session perfekt. 6-3 und Panglord above ground. Das Format zeigt Untergrundkünstler verschiedener Subgenres. Vico und Panglord sind mit der Session viral gegangen. TikTok und Twitter waren vor ein paar Wochen voll mit Memes von der Session und es gab sogar Fans, die sich an Karneval als Vico in der Above Ground Session verkleidet haben. Tanz mit dem Rücken an der Wand, der Schweiß fließt in Massen wie der Wein am Ausschank. Bro, sie hüpft auf und ab wie ein Flummi in der Stadt. Sie flüstert in mein Ohr, ob ich sein Gummi bei hab. Vico bezeichnet sich selbst übrigens nicht als Rapper, wahrscheinlich auch um der ursprünglichen traditionellen Definition des Raps als Stimme derer, die sonst keine haben, aus dem Weg zu gehen. Das, was von Vico und Panglord kommt, ist echt und ergibt sich. Die Arbeitshaltung ist frei, offen für alles und nicht wirklich plant. Darum sind die meisten Projekte auch unfertig. Ohne die richtige Stimmung kann man keine Musik machen, lautet die Devise. Und wie Vico so schön sagt, Musik machen ist Masturbation für die Seele. Meine Wand ist voll mit vielen bunten Stickern, der Psychedelic raus, macht es besser, aber schicker. Tschüss, in der Barhaus mit einem leichten Ticker, ich schick Anfragen an meinen Friendly Neighborhood Ticker. Bevor er gerappt hat, hat Vico seine ersten Erfahrungen in einer Band gesammelt. Dann kam irgendwie Rap dazu, er und Panglord haben sich kennengelernt und seitdem ist es Stück für Stück passiert. Es wurde nicht bewusst auf irgendwas hingearbeitet, sondern einfach angefangen. 100 Projekte laufen gleichzeitig und irgendwann kommt ein Tape. 2019 erscheint das Mixtape Feuerzeugdiebstahl. Ein gutes halbes Jahr später erscheint Wendy und geht auf TikTok viral. Der erste Hit der beiden. So wie Wendy, ich hab Risse in meinem Handy. Der Bruder hat ein 20 und ich geb ihm ein Bett. Fahre Ripper Bar mit meinen Brüdern in den Pennymarkt. Baba Sex, Baba Sex, verdiene ein Grand. Und nicht lange danach erscheint das Kellertape, benannt nach dem Kellerstudio in Basel, in dem die Momentaufnahmen von Songs entstehen. Draußen eiskalt, Großstadt, Dschungel, fühl mich wie in einem Wald. Der Schnee fällt runter und bleibt auf dem Asphalt. Ich geh herum und schau, das ist nicht hinfall. Der Boden aus Eis, alles sieht aus wie Kristall. Übrigens, auch die Videos kommen aus Vicos Hand und auch an einer Kollektion hat er mitgearbeitet und die Skizzen dazu gemacht. Heißt, es geht nicht nur um Musik, sondern um alles drumherum. Alles kommt aus einer Hand, alles ist organisch und die Lebenseinstellung passt sich dem Lifestyle an oder eben andersrum. Funktioniert in beide Richtungen. Das Stichwort ist, authentisch bleiben, den Spaß an der Sache nicht verlieren und die richtige Saufsport-Balance zu halten. Saufsport-Balance, so wie in der Kreisliga. Ich und meine Goons, wir sind wahre Überflieger. Saufsport-Balance, so wie in der Kreisliga. Mein Team Gewinner und dein Team Verlierer. Vico und Panglord bringen wirklich frischen Wind. Techno angehauchte Beats, sehr schnelle Brillen und gute Laune. Es geht viel um Feiern, Trinken und alles, was zu Raves dazugehört. Wer hätte gedacht, dass die neue Wave aus dem weit entfernten Lörrach kommt? Die Weichen sind gestellt und wir werden sicher noch einiges von den Jungs hören. Übrigens, Vico ist gerade auf der Fashion Week in Mailand für unter anderem Prada und Fendi gelaufen. Modelmäßig geht da also auch was. Schreibt in die Kommentare, wen ihr euch als nächstes wünscht und vergesst nicht, die Alles Gold Playlist auf Spotify zu abonnieren.